guten Morgen. Herzlich willkommen. Wir sind junge Helden. Ich bin Alina. Ich bin vor 3 Jahren oder 4 Jahren zum Verein gekommen. Ich kümmere mich so ein bisschen um die Pressearbeit des Vereins. Mein Name ist Ina. Ich bin seit Anfang an bei junge Helden dabei. Ich bin die Jennifer Ulrich. Ich bin Schauspielerin. Johanna Klum, Moderatorin. Ich bin Frank Ziegler. Ich bin Musiker und Schauspieler. Hallo, ich bin Jan Köppen. Ich bin Moderator und Flummi-Spieler. Wir werden euch allen Fragen beantworten, Dinge, die ihr auf dem Herzen habt, denn natürlich ist das ein Thema, was auch mit vielen, vielen Vorurteilen einhergeht. Vielleicht können wir mit denen aufräumen. Muss ich den irgendwann mal verlängern lassen oder gilt jetzt mein Leben lang? Kann ich das jetzt dann auch mit 15 oder 16 sagen, ja, ich will Organe spenden? Wie lange dauert es, bis die Organe von dem Unfallort dann bis zum Patienten kommen? Wenn man jetzt stirbt und man hat diesen Zettel nicht dabei, aber die Familie weiß, dass man ja angekreuzt hat, geht es dann auch? Also ist es ganz anonym oder kann man nach einer gewissen Zeit irgendwie herausfinden, an wen es gegangen ist? Wenn ich nicht nur meine Organe spenden will, sondern von der ganzen Sache so begeistert bin, dass ich mich auch engagieren will, kann ich diesem jungen Helden irgendwie, könnte ich dem irgendwie beitreten? Das ist halt eine schwere Entscheidung jetzt mit 16, so was in 40 Jahren sein könnte oder was zufälligerweise an einem irgendwie krank sein könnte oder halt in einem Unfall oder so, man weiß ja nicht, was passiert. Was wir halt auch so gerne thematisieren wollen, dass man so sagt, okay, man will die Entscheidung halt jetzt und jetzt genau in dem Alter oder auch wirklich mitten im Leben treffen und nicht immer so ein bisschen diese Tendenz haben, ach, in 40 Jahren. Entscheiden ist nur die Entscheidung. Das ist das, was wir euch mitgeben wollen. Aber man sollte sich auch nur entscheiden auf der Basis von Wissen. Denkt mal drüber nach. Besprecht es mit euren Lieblingsmenschen, mit denen, die euch wichtig sind. Diskutiert drüber und fällt eine Entscheidung. Hier unten haben wir auch unsere kleinen Flyer mit dem Organspendeausweis unten dran. Ein Dankeschön an euch. Schön, dass wir heute hier sein durften. Schön, dass ihr so mitgemacht habt. Vielen Dank. Was wusstet ihr vorher über Organspende und was wisst ihr jetzt nach der Veranstaltung? Was habt ihr mitgenommen heute? War so cool. Ich fand es so sehr informativ und man hat ja auch gemerkt, dass da unheimlich viele Fragen waren und Unsicherheit da war. Ich habe schon drüber nachgedacht, aber nicht so intensiv. Und durch die Veranstaltung nimmt man auch schon einiges mit. Ich finde, die haben das alles ganz genau erklärt, also auch so, dass man es versteht. Also ich hatte ja schon diesen Ausweis davor, aber es wurden halt schon ein paar Fragen beantwortet, die mir auch ziemlich wichtig waren. Ich finde, wenn mir ein Organ fehlt, dann möchte ich ja auch, dass irgendjemand anderes mir das Organ geben kann. Also möchte ich das von anderen auch tun. Ich fand es auch generell mal gut, dass man mal so ein ernstes Thema auch mal mit prominenteren Leuten so besprechen konnte. Das hat es irgendwie interessanter gemacht, finde ich. Das ist mal ein besonderer Beitrag zum Unterricht. Schule besteht ja nicht nur aus Unterricht, aus Fachunterricht, sondern es gibt auch andere Formen von Unterricht. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Sag mir mal, warum findest du so Schulbesuche wichtig? Warum bist du dabei und machst hier mit? Weil man hier sieht, dass sich die Leute einfach nicht damit auseinandersetzen, weil sie im Leben keinen Berührungspunkt haben. Ist ja wie bei mir. Hätte mich Johanna nicht irgendwann mal angequatscht und gesagt, hier übrigens, dann würde ich ja heute auch noch ohne Ausweis rumrennen und auch noch ohne mich darüber informiert zu haben. Ich finde es ganz toll, mit jungen Menschen irgendwie darüber zu sprechen, ihnen ihre Fragen zu beantworten. Und auch zu sehen, was für Ängste sie haben und was für Ängste man ihnen auch vielleicht nehmen kann, was das betrifft. Ich war total ahnungslos, bis ich auf die jungen Helden gestoßen bin und was eigentlich sehr schade und auch sehr traurig ist. Und ich hätte sowas gerne in meiner Schule gehabt, irgendwie, dass jemand mir ein bisschen was darüber erklärt und mir erzählt, was Organspende bedeutet und welche Macht ich da auch habe, über mich selber zu entscheiden. Es findet nie so ein intensiver Austausch mit dem Thema statt, als wenn man das direkte Gespräch sucht. Ja. Und Fragen können direkt beantwortet werden, Vorurteile aus dem Weg geräumt werden und man kriegt auch mit, wie ist da so gerade auch die Stimmung zu dem Thema. Also man fühlt sich einfach so ganz nah dran. Dass die jungen Leute so ganz positiv mit dem Thema umgehen und gar nicht unbedingt so abgeschreckt sind von dem Thema Tod. Natürlich schwingt da der Tod mit und das ist nie einfach, irgendwie darüber zu reden. Da geht ja auch jeder für sich immer anders mit um. Aber ich glaube, dass da das ganze junge Helden-Ding so einen Weg gefunden hat, das den Leuten näher zu bringen, ohne dabei die Schwere mit sich umzutragen.